Hallo, ich bin Jasmin von steppeldochmal.de. Und bevor es jetzt bald mit dem Herbst-Winter-Katalog weitergeht, der ja am 1.9.2015 gültig ist, wollte ich euch noch ein Kartenset aus dem Hauptkatalog zeigen. Ich habe euch ja schon zwei Sets gezeigt. Das dritte, was ich euch gerne noch zeigen möchte, ist auf Seite 80. Das Set heißt Malerische Grüße. Und das Besondere an dem Set ist, dass da ein Stempelset mit dabei ist, was es auch nur in Kombi mit diesem Set gibt. Also man kann es nicht einzeln kaufen. Das Stempelset finde ich total schön. Die Zubehörartikel natürlich auch, aber alleine das Set wäre es mir schon wert, dieses Kartenset zu kaufen. Ich zeige euch das jetzt mal in Original gleich, aber hier kann man die Sprüche einfach ein bisschen besser lesen. So, ohne an die Kamera zu kommen. Kleiner Gruß, hallo, danke, hab dich so lieb, ich denk an dich, du bist einzigartig, für dich, herzlichen Glückwunsch, Grund zum Feiern, beste Wünsche zum Geburtstag. Und dann sind links und rechts unten noch Herzen. Ja, und ich finde, die Sprüche sind super, also die das meiste, was man bastelt, sind einfach Danksagungskarten oder Sachen zum Geburtstag. Von daher, hier ist es. Das Schöne an dem Set ist, dass das so schön verpackt kommt. Also man könnte das auch wunderbar verschenken, wenn man möchte. Wenn man jetzt jemanden hat, eine Freundin zum Beispiel, die mit Basteln anfängt oder die man vielleicht ein bisschen da zu locken möchte. Ja, da ist alles drin, was man braucht, um loszulegen. Man braucht quasi nur noch Kleber. Hier ist so eine Manschette, die zieht man ab. Und dann hat man hier so eine schöne Box. Und da ist alles drin. Fangen wir einfach mal an. Das sind solche Holzelemente, Schmetterlinge, Herzchen in verschiedenen Größen. Dann haben wir Washi-Tape, schwarz-grau sieht es für mich jetzt so aus, gestreift. Das ist das Tolle, das sind die Stampin' Spots, also man braucht noch nicht mal ein Stempelkissen zu Hause. Das ist Marineblau und Melonensorbet. Schneidet man einfach hier diese Streifen hier unten ab und dann kann man es öffnen. Versucht die immer so zu lagern, weil dann die Tinte immer im Kissen ist. Und wenn man sie so legt, dann läuft die Tinte nach unten und ist nicht oben an der Fläche, wo man sie braucht. Also immer andersrum hinlegen. Dann ist sogar ein Acrylblock dabei. Der ist passend für alle Sprüche, die es hier gibt. Also wie gesagt, es ist wirklich alles dabei, außer halt Kleber. Dann haben wir Pailletten. Dimensionals sind als einzigste Klebemittel dabei. Und dann haben wir schon das Stempelset. Ich finde auch die Größe von den Sprüchen super. So, dann haben wir hier die Karten und hier diese Accessoires. Fangen wir hiermit einfach mal an. Schneide ich mal auf. So, da haben wir jetzt Blümchen, das sind solche, die sind nicht selbstklebend, die kann man einfach hier raustrennen. Das gleiche mit solchen, Entschuldigung, mit solchen Schildern hier. Die sind alle nicht selbstklebend, aber halt einfach zum Raustrennen. Das Einzige, was klebt, sind hier diese Fähnchen, diese Streifen. Die sind selbstklebend. Und dann haben wir hier ganzen Karten. Ist auch noch mal eine Banderole drum. Die jetzt natürlich nicht ab will. So. Dann haben wir drei verschiedene Größen. Und insgesamt sind es 20 Karten.
Also kleiner quadratisch, kleiner rechteckig. Und das sieht mir fast aus wie so eine normale Kartengröße. Ich will noch mal gucken, ob ich keinen Schmuh erzählt habe. Ich müsste ja hier drin stehen, wie viele Karten es sind. Ja. Für 20 Karten, genau. Ja, und dann machen wir erstmal hier weiter. Ihr habt dieses Mal vorgedruckte Karten, sage ich jetzt mal. Die haben alle so einen leichten Wasserfarbeneffekt, sage ich mal. Deswegen heißt es ja auch malerische Grüße. Das ist echt super, weil da braucht man nicht mehr viel machen. Einfach nur noch die Sachen, die dabei sind, aufkleben. Hier ist die andere Größe. Zwei Unifarben jeweils. Hier sind Herzchen drauf. Ich zeige euch die jetzt einfach alle mal. Streifen. Und wie immer müsst ihr ja nicht nach der Anleitung von dem Set gehen. Ihr könnt das ja auch mit dem Material, was ihr schon habt, kombinieren. Von daher, also man muss ja nicht machen, was hier drin steht. Aber ich gucke trotzdem mal nach. Also hier ist die Anleitung, was ich toll finde, dass das in Farbe ist. Machen wir mal die Schere zu, bevor ich mich hier steche. So ist es halt gedacht, aber wie gesagt, was man draus macht, ist einem selbst überlassen. Und ich gucke gerade schon, was ich mal für eine machen könnte, weil ihr wisst das ja, ich versuche ja immer eine live zu basteln. Schwere Entscheidung. Was nehme ich denn? Die? Oder die? Sind alle schön. Ich nehme jetzt die. Also, die hier oben. Aber ich glaube, ich ändere den Spruch. Also, ich habe ja sowieso nicht das englische Set, von daher. Also, wenn ihr da irgendwas piepsen hört, piep, das ist unser Feuermelder. Der möchte eine neue Batterie. So, jetzt muss ich mir erstmal die... Ist er das schon? Ja. Hier ist die Karte. Dann sieht das für mich so aus, als hätten die den Streifen hier verwendet. Der ist selbstklebend. Ich mache es jetzt nur mal locker, damit ich es zur Not noch ändern könnte. So, dann gibt es ein Teil, das sieht so aus. Darauf wird jetzt gestempelt. Mal gucken. Also hier könnt ihr ja auch wieder prima gucken, was so drauf passt. Von daher, ich würde jetzt einfach mal für dich. Nee, ich nehme mal, du bist einzigartig. Das ist ja auch mal schön, wenn man das jemandem mal sagt, ne? So, brauchen wir Acrylblock. Da ist mein Sohn, der guckt gerade zur Tür rein. Bin ich, komme gleich, ne? Mach zu. So, welche Farbe nehmen wir? Ich würde jetzt sagen, wir nehmen mal Taupe. Die Jungs haben nämlich gerade Ferien und ich habe es jetzt nur einem gesagt, dass ich ein Video drehe. Ist ja klar, dass der andere guckt. Oh. So, halt so rum. Ich muss das jetzt mal ein bisschen hier unten machen, sonst sehe ich nichts.
So, das sieht doch schon mal super aus. Weil Taupe ist ja auch die Farbe, die hier gewischt wurde. So, dann haben wir das. Dann haben die da noch diese Blümchen drauf gemacht. Zwei davon. Eins davon. Und das hier. Kleben wir jetzt erstmal hier dieses Teil auf. Dann nehme ich jetzt meine eigene Dimensionals, brauche ich das nicht aufmachen. So, und diese Blümchen, die sind mit Sicherheit teilweise flach aufgeklebt und teilweise 3D. Also das hier ist, glaube ich, mit so einem Dimensional. Bin gar nicht richtig im Bild so. Und dann sieht es so aus, als wären die Zweige so drunter geschoben. Also gerade für Anfänger, ich kann immer nur empfehlen, vielleicht mache ich auch mal so ein Klebervideo. Cludots, Tombow und Dimensionals. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Weil ich finde, man braucht einfach auf einer Karte so ein bisschen 3D-Effekt und den bekommt man halt nur mit Dimensionals und vielleicht diesen Cludots hin. So, und jetzt ist hier unten noch die kleine blaue Blume und vor allen Dingen, man verschmiert sich nichts. Man hat keinen Kleber, der irgendwo ausläuft, wenn man diese Teile verwendet und das ist echt sehr praktisch. So, jetzt kommt hier wieder der Präzisionskleber, schweres Wort für mich. Der hat hier vorne diese Spitze, den findet ihr im neuen Herbst-Winter-Katalog ab 1.9. Und der ist halt super für Pailletten oder kleine Schriften oder was auch immer. Irgendwelche Dinge, die halt eben klein sind. So, und da haben sie jetzt einfach, ich sage immer sie, da hat Stampin' Up jetzt einfach hier drei aufgeklebt. So. Weil mit diesem Kleber kann man halt wirklich kleine Mini-Punkte machen. Und der trocknet klar. So. Und noch eine. Eine noch dahin. So, die Falzlinie von der Karte müsst ihr natürlich nochmal mit einem Falzbeil nachgehen, damit die auch schön schließt. Ja, und dann habt ihr eine schöne, einfache, schnelle Karte fertig. Und ja, mit Sicherheit sind die anderen genauso einfach. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, das war's schon wieder. Ich finde das jetzt super. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die nächsten Videos, denke ich, die werden jetzt herbstlich, beziehungsweise habe ich auch richtig Bock auf Halloween. Also ich weiß nicht, ob ihr das mögt, aber das wird es mit Sicherheit bald geben. Ja, und dann geht schon bald die Weihnachtssaison los. Von daher, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.